Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 114. Wie immer jeden Freitag pünktlich 16 Uhr hochgeladen bin ich für euch da. Und es ist wie immer, was heißt wie immer, wie in diesem Sommer ein kleineres Sommer-Update, wo ich ein paar Sachen gemacht habe, die ich euch gerne zeigen möchte. Das heißt, so wenig Sachen sind das gar nicht. Aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Ein bisschen zusammengeschnitten, alles ein bisschen beschleunigt. Wie immer in meinen Videos mache ich ja ganz gerne, dass es nicht so langatmig wird. Und ich erzähle und erzähle und fange im Hintergrund schon an zu bauen. Aber eins möchte ich euch noch sagen. Ich bin gar nicht faul, was das angeht. Ich mache noch nebenher mein Stellwerk, was ich baue. Und dieses Stellwerk, das braucht einfach seine Zeit, weil das wird nur 1,7 cm hoch. Das ist reinschiebbar. Also da gibt es einige Sachen zu beachten. Da gibt es die ganzen Rückmelde-LEDs und, und. Und da habe ich unter anderem eine lustige Sache erlebt diese Woche. Ich habe meine zweiten Teil meiner Relais bekommen. Ich hatte nicht mehr genug da. Ich brauchte irgendwo, lasst mich lügen, 50, 60 bistabile Relais, die ich einbauen wollte. Und habe ja diese normale Größe, jetzt muss ich mal gucken, ach hier habe ich sie, diese normale Größe der Relais da. Das sind diese ganz normalen, die ich auch ganz gerne verwende. Die haben hier auf der einen Seite für zwei Tastereingänge und dann die ganze Schaltung und das ist egal. Und da habe ich meine Lieferung bekommen. Da sind Relais drin. Die habe ich so in der Form noch nie auf dem Schirm gehabt. Schaut euch mal diese, ich weiß nicht, sieht man das hier überhaupt auf diesen Videos? Diese klitzekleinen Relais, die sind so breit, so lang wie die anderen breit sind. Also ganz, ganz kleine Relais. Die sind auch bistabil und die sind, das funktioniert genauso wie die großen oder wie die größeren. Überhaupt kein Problem. Aber leider, leider haben die auf der einen Seite, da habe ich geschlafen, nur für einen Taster Eingänge und ich brauche für zwei Taster. Also muss ich dann doch andere bestellen und habe mir auch meine ganz normalen Zettler wieder bestellt, die ich schon kenne und habe einfach die anderen, die gehen zurück, die brauche ich in dem Fall nicht. Oder vielleicht behalte ich sie auch mal sehen. Die waren ja so teuer auch nicht. Und ja, mal gucken, was wir machen. Aber ich erzähle jetzt hier was ganz anderes, als ich euch jetzt zeige. Das möchte ich natürlich gar nicht machen, sondern im Hintergrund zeige ich euch etwas beschleunigt, glaube ich, mit 2,5-facher Geschwindigkeit, wie ich meine Lösung für die linke Seite jetzt im ersten Teil gemacht habe. Wie immer abnehmbare Plattformen. Die Plattformen sind abnehmbar, damit ich drunter komme. Ich kann ja unter meiner Anlage nicht drunter, sondern ich muss ja immer alles abheben nach oben. Und hier sehen wir eine Zwischenplattform auf der rechten Seite, wie ich sie hinten gerade den Magneten da anklebe. Und da habe ich mir hier das mit meinem Gleisreiniger oben beschwert. Eine ganz fantastische, guck mal, die ganzen Unterlegscheiben, die das da beschweren. Aber es hat geklappt, mehr wollte ich gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch genauso abenteuerliche Sachen macht, um irgendwas festzuhalten, dann bis der Kleber trocken ist. Und dann sehen wir hier unten die untere Plattform, die ich gemacht habe. Jetzt sehen wir die mittlere Plattform. Die ist also eigentlich zwischen der mittleren und der oberen nochmal so eine Zwischen, die ich da ein bisschen ausgestalten kann, wo ich ein bisschen was machen kann, wo ich ein bisschen was tun kann. Und naja, es muss ja einen schönen Abschluss nach links finden. Ich hatte ursprünglich mal so ganz am Anfang, wo ich die Spur NZ gebaut habe, ganz andere Ideen gehabt für die Ecke. Aber das geht ja jetzt mit der N nicht ganz so umzusetzen, alleine weil der Platz natürlich ein bisschen eng ist. Hier zeige ich euch nochmal ganz kurz einen Rundflug sozusagen über den Zeppelin-Landeplatz, über die Fabrik hier oben rüber, wo das Gleis dann hinten rumkommt. Und alles, was ihr so seht hier, das ist alles selbst gedruckt übrigens, außer die Laternchen. Das ist alles aus dem 3D-Drucker damals rausgeholt worden. Da hinten zeige ich gerade mal so ein kleines Förderband, was da so in der Sandhaufen aufschüttet. Hier der Blick über den oberen Bahnhof, was so ein Güterbahnhof werden soll, nochmal auf die Armaturen vorne drauf. Das ist aber alles gar nicht der Rede wert. Das wollte ich heute gar nicht zeigen. Aber es gehört ja mit dazu. Und es geht um diesen linken Teil, wo ich einfach überlegt habe, wie kann ich es machen? Gerade wenn man hier oben meine Kamera später positionieren will für eine schöne Aufnahme, ist das meines Erachtens ein wirklich schöner Blick, den man da nach hinten weg hat. Und dann habe ich mir überlegt, es müssen ja irgendwo Portale gebaut werden, Tunnelportale gebaut werden, die auf der untersten Ebene bei mir, ihr wisst ja, ich habe ja drei Ebenen, auf der untersten Ebene, wo es dann ganz hinten in die Wendel reingeht, das müsst ihr euch alles gar nicht merken, das zeige ich euch später sowieso alles nochmal ausführlich. Und da sollte ein Portal hin, in die mittlere Ebene sollte ein Portal hin. Und was ich hier nicht machen kann, jetzt habe ich es wieder ein bisschen beschleunigt, was ich hier nicht machen kann, ich kann definitiv keine Standardportale dahinsetzen. Ich brauche also bestimmte Breiten, bestimmte Größen, damit gerade, man sieht da rechts diese Lücke, diese Ebene, da ist, also in der Mitte, wo die Schienen liegen, ist eine statische Ebene. Links und rechts sind Platten zum Abnehmen. Und dieses Portal soll dann natürlich genau dorthin, wo es gerade sitzt, noch ein Stückchen nach links, Uli, noch ein bisschen, na, es wird schon noch, oder ich nehme nachher ein anderes, kann auch sein.
wenn ich die rechte Platte abnehmen möchte, darf das ja im Portal nicht stören. Jetzt würde es nämlich gerade stören. Da kommt ein schmaleres Portal nachher noch hin. Ich habe das zwar alles gemessen, ich glaube weiter vorne oder irgendwas habe ich da gemacht. Auf jeden Fall ist es ein bisschen zu breit. Ich glaube, jetzt habe ich das Richtige gedruckt. Genau, das passt dahin, so dass ich das rechts wegnehmen kann, links das wegnehmen kann. Das Portal bleibt in der Mitte stehen, wird nachher da oben dann in die Plattform rein verbunden. Mein Tomix, der passt wieder mal durch. Wie gesagt, das ist der größte, den ich habe. Und somit habe ich dann drei verschiedene Portale gedruckt. Warum drei? Eins kommt natürlich dahin, eins kommt auf die Ebene drüber und eins kommt auf die rechte Anlagenseite. Das, wer sich daran erinnert, der kann das vielleicht noch irgendwo nachvollziehen. Auch wer nicht, ist auch nicht weiter schlimm. Da kommen wir irgendwann noch mal drauf. Auf jeden Fall habe ich gleich drei Portale. Hier oben ist nämlich das zweite. Da geht ja die Strecke einmal so nach links und einmal dann gleich nach rechts. Obwohl ich davon gar kein Fan bin, mit einer Kurve in den Tunnel zu verschwinden. Aber hier ging es wirklich nicht anders. Ursprünglich war das mehr so als, wie soll ich ihn sagen, Senke so geplant von der Landschaft her, aber das ist nicht machbar in der Spur. Mit der Spur Z wäre es gegangen. Hier geht es leider nicht. Hier habe ich wirklich, aber wenn man vor der Anlage steht, sieht man das dort hinten eigentlich gar nicht. Man müsste nämlich hier vorne unter über meinen Händen diese Holzstreben, die ich ja mal in einem Video gemacht habe, von dort geht das ja dann so schräg nachher alles runter, dann so wie eine Art Felsen runter, dann zu dem unteren Portal, zu dem mittleren Portal. Dort wird dann hinten noch wie so eine Art Trennwand gebaut und da kommt noch einiges auf uns zu. Aber auf jeden Fall überbrücke ich ja im Grunde genommen mehr oder weniger die Zeit, bis ich die Teile wieder, bis die richtigen Relais für meinen Stellpult habe, dass man endlich mal wieder richtig fahren können. Ich könnte ja fahren auf der Anlage, vollautomatisch würde funktionieren, da jedes Signal ja mittlerweile mit einem Riedkontakt ausgestattet worden ist. Also wenn ich bei Rot drüber fahre, schaltet es automatisch auf Grün. Und so könnte der Zug unendlich wahrscheinlich auf meiner Anlage fahren. Über alle drei Ebenen wäre überhaupt kein Problem. Aber das ist ja nicht das, was ich will. Ich möchte ja die Macht behalten hier in meiner Anlage drinne. Aber gut, jetzt habe ich die drei Portale ausgedruckt. Das war, ja, das ist erstellt worden in Fusion 360. Habe ich rumgedoktert. Dann habe ich das Ganze in verschiedenen Größen gemacht. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen enger. Bei einem Tunnel ist auch ein Stückchen. Die sind also nicht bloß im Maßstab komplett, sondern die sind also tatsächlich bemessen worden nach der tatsächlichen Breite, was ich zur Verfügung habe. Und die Höhe, die ich maximal zur Verfügung habe, dass vernünftig aussieht. Und auch, dass es sich mit der Landschaft später ein bisschen verträgt. Jetzt habe ich es eben grundiert mit diesem Primer, der da oben noch steht in der Ecke. Ich schreibe auch immer alles unten hin. Also wenn ich was erzähle, was nicht dazu passt, guckt euch den Text an. Meistens jedenfalls steht er immer da. Hier habe ich also jetzt eine Wash draufgetragen. Die ist nur dafür da, dass ich tatsächlich alle Stellen, weil die schön flüssig ist, ja, mit einer Farbe versehen kann, die ich dann entsprechend, die überall reinläuft. Also nicht, dass da weiße Punkte noch irgendwo in den Portalen dann drin sind, weil ich ja dieses Mauerwerk da gemacht habe. Was ich euch jetzt nicht gezeigt habe, ist, wie ich das Ganze jetzt mit einem sogenannten Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz, keine Ahnung, bemalt habe. Das ist jetzt Standard. Und jetzt zeige ich euch natürlich, ich mache da jetzt noch eine graue Schicht drauf. Das ist hellgrau, wo ich sozusagen den Ganzen wie so eine Art Dreckschicht, also nicht jetzt Ruß oder sowas, sondern wie so eine Art, man kennt das, wenn man sich so alte Mauerwerke anguckt, ist mir zumindest aufgefallen, die haben alle so einen leichten Glanz, so einen hellen grauen Schimmer oben drüber nochmal. Und das habe ich versucht ein bisschen hier darzustellen und habe das Ganze jetzt nochmal, also jetzt hat leicht aufgetragen, dann wird das ein bisschen abgetupft, dass es also tatsächlich nur unten drin ist. Und jetzt kommt so eine Schicht oben nochmal drauf, beziehungsweise eine Schicht nicht, ein Olivgrün, wie ich es unten auch geschrieben habe. Die Wash, die kommt also nur an bestimmte Stellen. Man kennt es von den Felsen, die ich neulich gemacht habe, dass das so ein bisschen moosig wirkt, so ein bisschen, als wenn es da feucht wäre an der Stelle oder irgend sowas in der Art. Und gerade so in die Ritzen und Ecken rein kommt das, so dass das eben so ein bisschen grünen Schimmer hat. Ich weiß, ich übertreibe es, die sind relativ weit weg. Da oben habe ich mal so auf die Platte gemalt, dass man das sieht, wie grün das ist. Und man sieht es später sowieso nicht, aber ich bin der Meinung, gerade wenn man mal mit der Kamera herangeht oder vielleicht macht man auch mal eine Kameramitfahrt, wie ich neulich ja als Vorschlag mal bekommen habe, das lässt sich natürlich dann auch mal einflechten. Und dann möchte man, dass die Details natürlich dann auch stimmen, wenn man da mit der Kamera mal rangeht. Man ist ja nicht nur, man steht ja nicht nur vor der Anlage, wie man das so macht, wenn man hier fährt, sondern man macht ja schöne Aufnahmen, man geht mit der Kamera ran, man macht Schwenks und da soll das natürlich auch in solchen Bereichen schön aussehen, die man so gar nicht irgendwo vielleicht mitbekommt. Jetzt habe ich das Ganze noch oder ja mit einer schwarzen Wasch verstärkt. Damit habe ich sozusagen die tieferen Bereiche ein bisschen
also als Schatten dargestellt, dass man eben auch diese Pfeilerübergänge ein bisschen besser sieht und dass man alles so ein bisschen die Kanten halt besser sieht. Und jetzt kommt noch eine weiße Wurst zum Schluss drauf. Mit der weißen Wurst möchte ich nochmal die Vertiefungen, das heißt diese Rillen da zwischen, zwischen den Mauerwerksteinen. Ich habe ein Haus gebaut, peinlich, ne? Aber ich komme gerade nicht drauf, ist aber egal. Und von hinten male ich es noch schwarz. Das ist so ein Ego-Ding von mir, wie ich auch geschrieben habe jetzt hier. Ich möchte das nicht so schmierig im Hintergrund lassen. Da kommt eine ordentliche Schicht drauf. Denn wenn ich auch meine Untergrundbeleuchtung anmache in meiner Anlage, möchte ich nicht, dass meine Tunnelportale von hinten durchscheinen. Das sieht einfach doof aus. Sag ich ganz ehrlich, möchte ich nicht. Das soll also dann trotzdem schwarz bleiben. Das Licht soll nur aus dem Tunnel rauskommen, wenn ich da drin eine Beleuchtung brauche. Deswegen von hinten schwarz. Jetzt wurde das Ganze noch versiegelt mit diesem diesem Lack, der wirkt jetzt milchig. Das sieht natürlich erstmal, denkst du, was haben wir denn jetzt wieder gemacht? Nein, dieser Lack, der wird komplett durchsichtig zum Schluss. Das ist also tatsächlich nur so. Jetzt sehen wir es hier. Hier sehen wir natürlich auch die feinen Rillen, so ein bisschen, die der Drucker macht, ne? Sieht man natürlich sonst nicht, weil die Portale sind so groß. Aber wenn man so nah rangeht, fällt das schon auf. Und ich denke, das kann man so stehen lassen. Das ist noch nicht der Endstand der Portale. Die werden noch fertig gemacht, wenn die eingebaut worden sind, wenn die Umgebung dazu gebaut wird. Dann bekommen die nochmal einen letzten Schliff. Da kommt dann noch ein bisschen was dran. Und ich denke, das war's für die Woche. Ich würde sagen, freuen wir uns auf nächste Woche. Ich bin auf jeden Fall wieder für euch da. Am 19. Freitag, 16 Uhr. Wie immer, euer Uli, aka Aquapainter. Macht's gut. Tschüss.